So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the Wisps, letztes Mal, sind wir in der Wüste angekommen, haben sehr, sehr viel im Dorf erledigt, also wirklich sehr, sehr, sehr viel. Haben viele Upgrades bekommen, lauter wichtige Dinge, lauter tolle Dinge auch. Oh, ich hab schon wieder so Bosskampf-Vibes. Wie sieht die Karte aus? Ich hab ganz schlechte Vibes hier. So ein riesen Sandwurm oder so. What the heck? Ich hab einfach den Part vor der Fähigkeit beendet. Mir ist so blöd vor gerade. Wisst ihr, wie blöd ich mir gerade vorkomme? Ey, das ist doch nicht wahr. Weil... It's my real talk. Ich hab letztes Mal so oft überlegt, wann beende ich den Part, wann beende ich den Part. Und ich war so stur und habe gesagt, nee, wir machen noch ein Stück, wir machen noch ein Stück. Und dann höre ich Millimeter vor dem Baum auf. Wirklich, wirklich habe ich das getan. Okay. Aber jetzt können wir uns durch den Sand wühlen. Oh mein Gott, ja. Wir sind einfach ein Maulwurf. Ist das cool oder was? Ist das cool, ey. Oha! Okay. Okay, ja, das wissen wir, wo das ist. Das interessiert mich aber jetzt herzlich wenig. Wobei es ja doch ordentlich Kohle gibt, wenn man es schafft, ne? Also, eigentlich ist es gar nicht zu verübeln. Hui! Ey, das ist so geil. Oh mein Gott, das... Ori spielt sich so göttlich. Man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich so. Und da ist meine Karte. Ich weiß nicht, ob Geister Wasser brauchen, aber wenn doch, dann fürchte ich, wirst du anderswo danach suchen müssen. Das ist korrekt. Einige glauben, an einem derart entlegenen Ort gäbe es nicht zu viel zu kartografieren, aber der Sand ist immerfort in Bewegung. Ich könnte eine Karte nach der anderen zeichnen. Ja, rein da. 300 Geisterlicht. Du bist ja frech geworden. Oha. Okay, und hier ist der nächste Abschnitt. Ja, dann schätze ich, dass wir hier erstmal vorankommen, ne? Aber dann machen wir jetzt Folgendes. Wir starten jetzt nochmal hier vorne. Und holen jetzt mal gleich alles nach, was wir verpasst haben. Zack. Weil ich bin an so vielen Sandstellen vorbei, ne? Die kann ich jetzt alle holen. Und vorher geben wir Geld aus. Und zwar, ihr könnt es euch denken. Ihr könnt es euch denken. Ich
Ich hole mir die verstärkte Stampfattacke. Weil ich die echt oft einsetze. Rein da. Sehr, sehr cool. Weil das ist eine Fähigkeit, die habe ich immer. Ne? Das ist nichts, was ich anlegen muss, so was Energie verbraucht. Weil das sind alles so zusätzliche Angriffe. So, ne? Aber, was unseren Angriff angeht, nutze ich eigentlich hauptsächlich eben die Stampfattacke und das hier. Und mit der Stampfattacke können wir jetzt nämlich eine Schockwelle auslösen. Das ist so gut einfach. Ach, und übrigens, ich komme jetzt einfach hier rein. Ja, nice. Oha, wir können jetzt ja hier auch durch den Sand. Stimmt. Oh, auch cool. Hier kommt immer... Oha, das... Wir bekommen hier immer wieder das Geld. Das ist ja auch cool. Okay. Da habe ich nichts dagegen. Zack. So, und der andere Sand war nämlich da drüben. Da kommen wir jetzt auch durch. Nee, nicht hier. Sondern da, wo das Geisterlicht ist. Hier unten war der, na? Genau. Geil. Sehr, sehr geil. Okay, cool. Ja, dann können wir auch gleich wieder weiter. Beziehungsweise zurück. Oh, aber dann komme ich jetzt auch dadurch, wo ich das eine Mal nicht durch... Ich meine, da komme ich jetzt dann eh nur da oben raus. Aber jetzt kann ich dann hier wahrscheinlich weitermachen auch. Und das hier weiß ich immer noch nicht, wie das geht, hinein in den Bau. Irgendwas muss ich da noch tun. Irgendwas fehlt mir da noch. Aber ich weiß nicht was. Aber das ist auch kein... keine gelbe Quest, ne? Das ist so eine Nebenquest. Also, ja, irgendwas fehlt da noch. Das verwundert mich halt noch, dass die Schimmelwaldtiefen, dass da noch so viel fehlen soll. Weil ich weiß nicht, wo. So, ich weiß nicht, wo da noch was fehlen soll. Vielleicht kommt es ja noch. So, wir wollten dahin. Hä? Ich will mich doch nur teleportieren. Warum geht denn das jetzt nicht? Ah, hier geht's. Na, aber hier nochmal, also... Ich meine, da ist noch so ein Knüppelchen. So... Aber das kann ja nicht so viel ausmachen. 74 pro... Passt auf, wir gucken jetzt mal, wie viel das ausmacht, wenn ich dieses Knüppelchen einsammle. Wir gucken jetzt mal, wie viel dieses kleine Knüppelchen ausmacht. Das kann auch nicht die restlichen 26% ausmachen. Ist doch Quatsch. So, wo ist denn das? Oh, ich bin falsch. Perfekt. Hier muss ich runter. Mein Gott! Gerade runter. Perfekt. Da drüben ist es. Okay, 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 okay. Ja, okay. Falsche Richtung, perfekt. So. Wie viel hat das jetzt ausgemacht auf der Karte?
78%. Aber hier ist ja sonst nichts mehr. Ich meine, keine Ahnung, zählt dieses, also zählt wirklich das hier? Zählt es zu so viel Prozent oder wie? Ich weiß es nicht. Aber da fehlt doch dann noch ganz viel hier. Ich verstehe das nicht. Woher das kommen soll. Weil eingezeichnet ist nichts mehr. Ich nichts verstehen. Aber es macht nichts. Das ist jetzt nicht das, worum es mir gehen sollte. Oder auch hier zum Beispiel Stiller Wald. Da hieß es ja auch, wenn ich hier alles habe, soll ich zu dem zurückkehren. Und da habe ich auch noch lange nicht alles. 71%. Keine Ahnung, wo der Rest sein soll. Ist jetzt aber auch erstmal wurscht. Wir machen jetzt hier weiter. Ich denke, so richtiges Backtracking ist erst sinnvoll, wenn wir wirklich alle Fähigkeiten haben und uns nichts mehr aufhält. Na, und jetzt können wir hier... Oh ja! Direkt einmal das Erz mitnehmen. Ey, es ist so befriedigend. Einfach Fähigkeiten zu beherrschen. Aber ich bin nach wie vor ein bisschen sauer, dass es einfach jetzt... Lol. Dass es einfach jetzt am Anfang... Oha! Wait, das ist das Viech, was ich mitnehmen muss, ne? Ja! Den muss ich hier zum Zerstören reinnehmen. Das ist das Ding. Ja, und hier ist dann das Teil hier. So, jetzt komm mal mit, Kollege. Aua. Mist. Hallo. Ach komm, jetzt ist er wieder weg. Oh, jetzt ist er wieder da. Jetzt kannst du gleich mal meine Schockwelle kennenlernen. Oh. Hat gut funktioniert. Wir haben beide richtig brutale Gewalt drauf. Hier, take this. My friend. Aber kann ich die eigentlich selber angreifen? Oder? Oh, okay. So viel dazu. Oh, ich bin... Oh mein Gott. Ich bin so ein Trottel. So, also eigentlich will ich ja nur das Ding da oben auslösen. Das hat er schon wieder nicht mitgenommen. Okay, du machst jetzt erstmal einen Abflug. Okay, ich kann die angreifen. Sehr gut. Oh. Nice. So, jetzt aber. Mitkommen. Mann, ich drücke mal die falsche Taste. Mitkommen. Und rein da. Oh, ich hab's verfehlt. Mitkommen. Ach. Mitkommen. Mann. Mitkommen. Das hat nicht gut funktioniert. Mitkommen. Na bitte, das war eine schwere Geburt, wa? Das war eine richtig schwere Geburt. Okay, wir gucken uns einmal ganz kurz an, wie der Weg wäre. Vielleicht ist es ja leicht, aber ich glaube es nicht. Oh, ich kann da durch jetzt. Okay. Ah,
ich verstehe. Und dann ist hier das Ziel, ja. Boah, das ist schon, oh, das ist schon ein langer Weg. Bruder. Nicht da runter. Oh mein Gott. Ach, jetzt habe ich erneut versucht. Ah, okay. Nein! Nicht da runter. Mein Gott. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, das ist gar nicht gut. Ja, das müssen wir praktisch am Stück schaffen. Okay. Und dann ist man aber praktisch ja schon da, ne? Ja, dann ist man praktisch schon da. Okay, das ist gar nicht so weit. Ja, es ist gar nicht so weit. Es ist gar nicht mal so weit. Okay, let's go. Kriegen wir hin. Ich darf nur am Anfang hier keinen Murks machen. So, das war halt einfach Schwachsinn, was ich getan habe. Oh mein Gott, ja. Nein! Ah, okay, da war noch ein bisschen Flaw drin. Ja, ich werde nicht... Ah, nee, ja, okay. Aber da fehlt nicht viel. Oh mein Gott, wenn ich das Ende versaue, werde ich sauer. Wenn ich vorne bin am Ende und das Ende versaue, dann bin ich mad. Da darf ich nicht zu oft reingehen. Okay, da darf ich nicht zu oft rein. Aber das ist kurz, das kriegen wir hin. Let's go. E-Mail. Nein, scheiße. Oh, ja, kacke. Ah Mann, das habe ich vorhin so viel besser gemacht. Ah, ich... Scheiße. Das habe ich vorhin so viel besser gemacht. Gibt's doch nicht. Genauso. Grad so. Nice. Puh. Sehr schön. Optimal. Das war cool. Das hat sehr, sehr schön funktioniert. So, aber ich wollte ja... Ich wollte ja hier drauf achten...
dass ich nichts verpasse. Also hier runter jetzt erstmal. Das hier müssen wir noch mitnehmen. Unheimlicher Edelstein. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Er pulsiert mit einem unheilvollen Leuchten. Okay. Ich weiß jetzt leider nicht. Okay, wait. Ah, das habe ich noch nicht gemacht. Okay, da komme ich, da war ich noch gar nicht. Gut, aber schön, dass ich weiß, wo ich das hinbringen muss. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut zu wissen, dass ich weiß, wo ich das hinbringen muss. Wahrscheinlich hätte mir das eine Quest erst gesagt, dass ich da buddeln muss, aber ich meine, da ist eine Schaufel. Natürlich buddel ich da. Da wollte ich vorhin ja schon buddeln. Konnte noch nicht. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Nice. Sehr geil. Sehr geil. Noch eine mehr, noch eine mehr. Noch eine weitere Energiezelle. Okay, der Rückweg funktioniert nicht so friedlich. Okay, so. Da oben die Energiezelle. Ah, ich verstehe. Ich muss durch den Sand hier hochschießen. Geil. Richtig geil. Okay, hier den Knubbel. Oh, erstmal da oben hoch. Ah, ich check's. Ich gehe hier rein und dann schieße ich da nämlich raus. Oh mein Gott, ist das geil. Es ist so gut. Es ist so gut. Okay. Dann haben wir das. Dann die Knubbel da unten. Hoppala, hoppala, hoppala. Oh mein Gott. Es war zu erwarten, dass das schief geht. Sehr schön. Na. Erstmal heilen. Und tschüss. So. Ja, genau. Hier unten waren wir auch noch nicht. Oh lol, was? Einfach noch eine neue? So schnell hintereinander? Okay, habe ich nichts dagegen. Vor allem, die hätte ich mir ja längst holen können. Also die war ja nicht mal irgendwie großartig versteckt. Okay, jetzt sind wir hier. Ich nehme an, da gibt es einen Schalter zum Aufmachen. Das ist zwar kein Schalter. Nee. Ha. Vielleicht gibt es auch einfach gar nicht nach unten und es ist einfach nur Deko. Ich weiß es noch nicht. Aber es wirkt noch ein bisschen sass. Aber es macht nichts. Okay.
Dann würde ich jetzt erstmal hier rüber gehen und den Teil noch abschließen, dass ich das nicht vergesse. Ja. Ah, jetzt. Genau, da oben ist nämlich das Knubbelding. Sehr gut. Jetzt gehen wir wieder hoch. Ja, das hat nicht gut funktioniert. Den muss ich nochmal holen. Na, den habe ich jetzt bestimmt nicht gespeichert. Ja. Aber war ja kein Thema. Und dann einfach in die richtige Richtung wieder zurück. Aber ich glaube, hier wollte ich noch gar nicht hoch. Richtig, da wollte ich noch gar nicht hoch. Aber schön, dass wir schon mal den Weg gemacht haben. So, hier wollte ich rüber. Ach, moin. Nice. Und wir hätten so viel Geld jetzt gar nicht haben können, wenn wir nicht das Upgrade uns schon geholt hätten von dem Geldschwall-Dings, ne? Weil da hieß es ja maximal 6.000 und vorher waren es maximal 3.000. Insofern ist das sehr, sehr geil. So, dann haben wir das jetzt auch aufgelöst. Gut. Dann haben wir den ganzen Teil, den wir bisher abgelaufen sind, glaube ich, nachgeholt. Oh, hier kann ich noch hoch. Okay. Nochmal zurück. Ah, Mist. Mann! Okay, wir heilen uns erst. Ich hab's verstanden. So. Ja, ich muss schon da erstmal rüber. Alter! Junge! So. Also hier muss ich hoch und dann noch ein bisschen höher. Okay. Ach, das ist... Aber da habe ich einfach nur die... Oh nee, da ist tatsächlich was. Oha! Da ist tatsächlich noch was gewesen. Ja, crazy. Was man nicht alles so verpassen kann. Okay. Dann gehen wir jetzt den Weg hier hoch, den wir vorhin hochgegangen wären. Ja, 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 sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann haben wir unseren Rundkurs fertig. Yes! Hoppala. Jawohl, da einmal nach oben. Oh mein Gott, wie viel... Leute, wie viel Zeug wir gerade bekommen, ne? Krass. Oha. Ja, lol. Nice. Ey, der Abschnitt ist so geil. Der Abschnitt ist so geil. Es macht so viel Spaß hier einfach durch... Noch eine! Wahrscheinlich. Yo. Was ist heute los?
das ist ja richtig übel, Mann. Okay, den Schalter haben wir schon umgelegt, ja. Geil. So, und hier können wir jetzt die Quest abgeben mit dem Diamanten. Ach, natürlich ist es Tok. Was ist das, ein Edelstein? Sieht mal ein bisschen ungeschliffen aus, ha? An deiner Stelle würde ich ihn einem Experten sagen, um sicherzugehen, dass er nicht gefährlich ist, krächz. Oh. Ist das nicht hier die Anzeige? Ja. Aber scheinbar bist du nicht der Experte. Okay. Und hier ist aber jetzt erstmal der Kollege. Nice. Okay. Gut, er ist nicht der Experte, aber hier hat es die Quest angezeigt, komischerweise. Ha. Na gut. Dann kann ich da wohl nicht viel mit anfangen. Nee. Geschliffen. Okay. Na, dann lassen wir den Edelstein erstmal Edelstein sein und gehen zum vermutlich wieder Boss hoch. Weil ich meine, was wird das hier oben sein, wenn ich ein Boss? Ne? Aber okay, ich gehen zum Boss hoch ist auch so ein bisschen, da kommt noch ein bisschen was davor. Da sind noch ein paar Abschnitte vorher zu erledigen. Huch. Allerdings, wenn es zum Beispiel solche Abschnitte sind, dann schießen wir da regelrecht durch, einfach nur. Na? Ja, hier unten kann ich hin. Jawohl. Stark wir einfach mittlerweile schon sind. Wo bin ich jetzt gelandet? Ah, okay. In einem geheimen Weg. Hoppala. Schlecht, schlecht, schlecht. Nein, nein. Oh Mann, ich erwische den nicht. Ich krieg den nicht. Scheiße. Okay, wie mache ich das denn, dass ich an den letzten rankomme? Ich erwische den nicht. Ich komme nicht ran. Jetzt! Bruder, was? Das ist ein richtig schwerer Aufstieg. Okay, jetzt habe ich dich. Ah! Da gibt's besser was Ordentliches dafür. Nein! Ach, scheiße. Auf jeden Fall da irgendeine neue Fähigkeit. Nicht Fähigkeit, aber halt, ne? So ein Splitter. Ein Gadget. Könnte was Cooles sein, könnte auch was Langweiliges sein. Wir werden's gleich wissen. Jetzt hab ich's. Nein! Komm wieder her. Und jetzt habe ich dich. Mein Gott, das war eine schwere Geburt. Ja, unruhig war ich jetzt tatsächlich. Feinde werden schneller wieder zum Leben erweckt. Warum? Warum sollte ich das wollen? Ich will das nicht, danke.
Wahrscheinlich für die Leute, die besonders schnell... Scheiße. Wahrscheinlich für die Leute, die besonders schnell farmen wollen oder so. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, dass Feinde schnell wieder am Leben sind. Muss ich ja gestehen. Ist jetzt nicht so ganz das, was ich gesucht habe. Nice. Da ist der zweite Splitter. Ja doch, passt schon. Karte. Okay. Ich habe das Gefühl, da geht's noch hoch. Okay, nee, bilde ich mir ein. Okay, nee, da ist nix. Okay. Nice. So, dann haben wir jetzt hier auch alles gesehen. Na, gucken wir, haben wir doch den ersten Weg schon durch. Also, wenn das natürlich alles so viel Sand ist, wo ich mich einfach durchbuddel, naja, dann geht das hier alles sehr schnell. Okay, hier wollen wir wieder zerstören. Wo ist das Ding zum Zerstören? Oh, da unten. Okay, okay, okay. Na dann komm mal mit. Ja, das war zu bald. Hä, wie kann ich den denn da hochlenken? Jetzt. Sehr schön. Dann machst du mal einen Abflug. Ah, hier ist nämlich noch was. Okay, da komme ich so nicht ran, wa? Oha. Okay, wie soll man denn da hochkommen? Das ist aber der einzige Weg, um hochzukommen, ne? Ist es so knapp oder muss ich noch... Oh, ich weiß es. Mann, die werden immer zu schnell zur Rakete. Das dürfen die nicht. Nein, ich hab wieder... Und dann versaue ich immer die Taste, Mann. Nein, er wird schon wieder zur Rakete. Ach Mann! Oh, er ist noch, er lebt noch. Jetzt nimmer. Ich hätt's nicht mehr. Nein. Yes! Nice! Okay. Sehr, sehr cool. Ich überlege jetzt wieder, wann ich den Part beenden soll. Oh. Da ist auch nochmal so ein Ding zum kaputt machen. Aber da muss ich jetzt ein anderes benutzen, ne? Da muss jetzt irgendwo noch eins kommen. Ja, hier ist es. Na gut, das ist jetzt leichter. Das war jetzt deutlich leichter, Lul. Zack. Nice. Ja, ich würde sagen, wir beenden hier den Part. Denn ich denke, wir haben viel erreicht. Wir haben zu Beginn des Parts dieses Ding bekommen zum Buddeln. Und damit jetzt schon richtig viele coole Sachen gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.